Okay, weiter geht's. Die Pause war lang genug. Wir können endlich wieder loslegen. Ich habe derweil mal mit einem anderen Charakter weitergemacht, mit meinem Hauptcharakter, weil ich mit dem noch ein paar Rufpunkte bei einigen Fraktionen sammeln muss. Und außerdem mache ich mit dem auch beim Jubiläumsfest mit, im Gegensatz zu Aigir. Und deswegen konnte ich ein bisschen Zeit vertrödeln währenddessen, sodass wir jetzt wieder Inspirationen anrufen können. Ja, ich wollte gerade sagen, darf ich das auch machen, bevor ich gegen den ersten Troll kämpfen muss? Aber ich darf. So, da haben wir wieder unsere Inspiration und können wieder loslegen. Die Stärke schwillt in eure Brust. Oh, jetzt war ich noch so auf meinen Barden gerade eingestellt, dass ich direkt so, wie ich die Skills dort verteilt habe, ihn angreifen wollte. Es ist manchmal schwierig, habe ich festgestellt, wenn man so zwischen den Charakteren hin und her wechselt. Dass man auszusehen dann Gewohnheiten, die man mit anderen Charakterklassen hat, dann auf die falschen Charakterklassen anwendet. Zum Beispiel geht es mir mit meinem Barden so, mit dem ich eigentlich nie Probleme mit dem Kämpfen hatte, dass ich jetzt immer wieder vergesse, dass ich mich mit ihm heilen kann. Weil ich das mit Aigir einfach nicht kann. Und dementsprechend. Ich will auch keine Inspiration nochmal erlangen, ich habe schon Inspiration. Dementsprechend. Fällt es mir dann da ein bisschen schwerer zu kämpfen, einfach weil ich immer mal wieder vergesse, mich zu heilen. Was halt beim Barden, wenn man als Kriegersgalde arbeitet, nicht völlig schlecht ist. Also man benötigt es nicht unbedingt, aber es ist nicht unbedingt schlecht, wenn man dann einen Lebenspunkt hatte, der noch. Na super. Wenn man dann auch mal zwischendurch die Heilung nutzt, wollte ich sagen. Naja, egal. Okay. Wir kämpfen uns also mal wieder durch die Masse durch. Es ist im Prinzip in allen drei Höhlen dasselbe von der Art her jetzt, also dass wir uns einfach nur durchknüppeln durch die ganze Sache. Der einzige Unterschied ist, dass die Höhlen halt verschieden aufgebaut sind. Aber an sich ist das ja völlig egal für uns, weil wir ja sowieso bloß hier sind, um den Trollen den Arsch aufzureißen. Und dann mal zu gucken, ob hier ein Nazgul war. Ich weiß bloß ehrlich gesagt nicht so richtig, warum man in die tiefste Kammer gehen muss, um zu überprüfen, ob der Nazgul durchgegangen ist. Denn wenn er in die Höhle reingegangen ist, dann muss er auch den Eingang passiert haben. Also müsste doch theoretischerweise dort schon zu spüren sein, ob die schlechten Vibes hier vorhanden sind. Aber wahrscheinlich geht es nicht darum, ob der Nazgul irgendwo war, sondern um die direkte Anwesenheit des Nazgul. Das könnte natürlich sein. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt wird es gleich lustig, wenn wir gegen zwei Trolle gleichzeitig kämpfen. Vielleicht kann ich es auch noch vermeiden. So, komm, lad, 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 lad. Sehr gut. So habe ich mir das doch gedacht. Gerade noch so den Fokus fertig aufgeladen gekriegt, bevor wir in den Kampf gestartet sind. Das war der Plan. Das war der Plan. Gut, ich habe keine Ahnung, wie groß die Höhle ist. Wir können ja mal schauen. Also, so lang kann sie nicht mehr sein. Die muss eigentlich gleich wieder zu Ende sein. So, der drüben kann schön am Lagerfeuer stehen bleiben, wenn er Spaß dran hat. Oh, tiefste Kammer ist in dem Fall sogar mal wörtlich genommen. Es ist tatsächlich ein bisschen tiefer als der Rest. Okay, wieder den Beryl in die Höhe gehalten. Der kann auch stehen bleiben, wo er ist. Wir sehen keinen Nazgul. Und wir stellen fest, er haltet Glorfindels Beryl in die Luft, aber er bleibt dunkel. Das heißt, ja, Eladan hat ein bisschen daneben gelegen mit seiner Idee, dass der Nazgul sich in den Trollhöhlen versteckt haben könnte. Nicht in Trollhöhlen, sondern in den Trollhöhlen in dem Fall. Hier ist er nicht. Der hat sich hier nicht versteckt, denn, so viel kann ich schon mal verraten, er hat andere Verbündete genutzt, die er mit hier hat in den Trollhöhlen. Und es sind nicht die Bergmenschen, die Korkur, die wir ja schon gesehen haben. Nee, die sind es nicht. Wie komme ich denn jetzt am besten? Ich könnte einfach zu dem Reitmeister, zu dem Stallmeister gehen hier, ne? Da habe ich mich ja sowieso noch nicht angebunden. Das heißt, es bietet sich eigentlich an, da auch mal hinzugehen. Ich weiß gar nicht, wo genau der ist hier. Den braucht man halt auch nie. Ich weiß gar nicht, was hier in der Ecke ist, dass hier unbedingt ein Stallmeister sein müsste. Hier ist ja nichts. Man hat ja nichts hier. So, ich umreite mal die Viecher einfach großflächig. Warte mal. Ach doch, ich reite genau drauf zu. Okay. Na dann. Steht einfach jemand mitten in der Pampa rum. Mit Pferd. Oh, hier gibt es auch Quests. Warum wird man hier nicht hingeschickt? Oh, zeige mal, was hast denn du? Ach so. Seid gegrüßt. Würdet ihr mir bitte einen Augenblick Gehör schenken? Das ist alles bloß. Sweet Light Melon. Erstens. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Ja, pst.
Ihr könntet mir vielleicht zu Diensten sein. Sei still. Das sind erstens bloß Gefährtengruppenaufgaben und zweitens sind es bloß wiederholbare Aufgaben. Also nichts Interessantes sozusagen. So. Ich grüße euch. Ah, Barachens Lager ist damit verbunden. Aber da können wir gleich schnelle Reise machen, das ist gar nicht so schlecht. Bei Barachens Lager waren wir bisher auch noch nicht. Weil das fürs Hauptquest einfach nicht interessant ist. Ja, also wir sehen schon hier oben, da war es dann ein bisschen vernetzter, alles um die Bäume rum. Da geht's zu Spinnen hin. Spinnen wollen wir gerade nicht. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Dieser Elb war gut zu mir, aber ich wäre trotzdem lieber in Thorins Halle. So, das kann ich mir vorstellen, dass du lieber in Thorins Halle wärst. Erstmal ein Bier kippen oder so, ne? Aber ihr habt sowieso lieber nicht in der Natur zu sein. So, da können wir uns gleich mit schnellen Reisen vorwärts bewegen. Mensch, das ist ja richtig schön hier. Da kommt man ja richtig schnell vorwärts. Das ist selten in den Trollhöhlen, muss ich dazu sagen. Ich weiß übrigens nicht, wieso ich schnelle Reise mit Ei hier habe hier in den Trollhöhlen. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Ach so, ich muss erstmal kurz was trinken, Verzeihung. So, wieder zu Eladan hin. Er wird jetzt auch bloß feststellen, was wir schon festgestellt haben. Kein Nazgul in den Trollhöhlen. Was benötigt ihr? Aigir, ihr habt meiner Bitte entsprochen. Dafür danke ich euch. Nein, schaut nicht so finster drein. Wenn ihr die Höhlen nicht durchsucht hättet, dann wären wir uns nicht sicher, dass der Nazgul sich nicht dort versteckt und nur darauf wartet, uns wieder anzugreifen. Jetzt haben wir schon eine mögliche... Jetzt haben wir schon einige vermögliche... Mensch, Entschuldigung. Jetzt haben wir schon einige mögliche Verstecke ausgeschlossen und das sollte uns froh stimmen. Ich werde Glorfindels Beryl zu ihm zurückbringen. Dankeschön, dass ich das nicht machen muss. Für euch habe ich einen anderen Auftrag und dieser könnte Früchte tragen. Okay, wir schauen erstmal kurz bei den Waffen. Bis 71. Ja. Aber da ist so viel Beweglichkeit drauf auf meinen Dolch. Das ist eigentlich schade. Nö. Wie sieht's hier aus? Wilde Schicksal uninteressant. Gut, dann werde ich wahrscheinlicherweise den Schild nehmen. Ja. Das Einzige, was ich nicht benutzen kann. Hört meine Worte. So, und damit geht's in Kapitel 6. Das Wissen des Onodrims. Während ihr die Höhlen der Steintrolle durchsucht habt, eine erfolgreiche Suche übrigens, und seid nicht betrübt, dass ihr den Aufenthaltsort des Nazgul nicht gefunden habt, habe ich von Barachen in den südlichen Trollhöhlen etwas erfahren. Mein Bruder hatte ihn geschickt, um die Gegend südlich der Straße zu bewachen, und es scheint, als hätte sich das gelohnt. Barachen hat berichtet, dass er einen umherwandernden Ono... Oh, was ist denn los mit dem Sprechen gerade? Barachen hat berichtet, dass er einen umherwandernden Onodrim gesehen hat. Wenn das stimmt, dann haben ältere und weisere Augen als die unsrigen vielleicht den Nazgul vorübergehen sehen, und man könnte uns einiges erzählen. Geht westlich entlang der Straße, die durch die südlichen Trollhöhlen führt. Barachen hat Kundschafter entlang der Straße. Einer davon kann euch zu ihm führen. Barachen wird euch dann sagen, wo er den eigensinnigen Onodrim gesehen hat. So, schauen wir mal ganz kurz, wo müssen wir denn genau hin? Müssen wir vielleicht schon direkt zu Barachens Lager? Ja, sehr schön, dann können wir nämlich die schnelle Reise benutzen. Ein Wort der Erklärung, weil das nicht jedem klar sein wird, denke ich. Die Onodrim sind Ents. Also, Onodrim ist die... Was benötigt ihr? Ist die Sammelbezeichnung, beziehungsweise ich glaube, die Einzel ist Onod. Ich bin mir aber nicht sicher. Der Elben für die Ents. Ent ist nämlich ein rohirisches Wort. Und, ja, es ist ein bisschen seltsam, dass hier ein Ent rumkriechen soll. Weil die Ents sich im Norden nicht mehr aufhalten. Soweit ich weiß zumindest. Die Elben bewachen die zumindest Straße selten. Nicht gut genug. Sagen wir mal so, es wird nicht völlig ausgeschlossen sein, denn Sam ist auch der Meinung, im Auenland schon mal einen Ent gesehen zu haben. Also bevor sie aufbrechen, dann zur eigentlichen Ringfahrt. Aber die Ents halten sich vornehmlich in der Gegend um den Fangorn auf, einfach weil Baumbart, der ja Fangorn ist, also er verkörpert ja den Wald selbst, ja quasi die einzige übrig gebliebene starke Macht noch ist. Was haben wir hier eigentlich? Achso, Lagerfeuer. Ja, was auch immer für Rezepte ein Lagerfeuer erfordern, keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn wir Stockbrot grillen wollen oder sowas, ich weiß es nicht. Was kann ich für euch tun? Ich habe schon lange vermutet, dass die Onodrim durch die bewaldeten Gebiete der Trollhöhen wandern, aber ich habe noch nie einen davon getroffen. Als ich durch das Hochmoor in Richtung Imladris kletterte, um Nachrichten von Rochwin und Alflank zu bringen, wurde ich auf einmal von einer seltsamen Stimmung befallen. Ich kam vom Pfad ab und ging südlich einen großen Abhang hinunter in das Tal der Riesen. Aus weiter Ferne sah ich einen der Onodrim, der wie ein großer Baum da stand, seine Blätter rot gefärbt. Während ich ihn noch beobachtete, drehte er sich langsam um
und verschwand hinter einem großen Felsbrocken. Seid vorsichtig auf eurem Weg, denn die Riesen in diesem Tal sind beachtlich und sprecht mit diesem Onod. Vielleicht weiß er, wo dieser Nazgul ist, den er dann sucht. Findet den Onod! Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Das wird lustig insofern, dass wir... Oh Gott, was sagt denn eigentlich hier die Inspiration? Oh, ich wollte nicht runterspringen. Ah, das könnte ein bisschen eng werden. Ich glaube, das werde ich nicht schaffen. Ich brauche nämlich mal wieder Inspiration dabei. Leider. Ja, die Sache ist, in diesem Gebiet ist es sehr ungemütlich. Die Riesen sind tatsächlich nicht so bequeme Gegner. Dort hat jeder Gegner einen roten Rahmen. Dort sollte man sich eigentlich nicht alleine aufhalten. Das ist mal wieder eine Gefährtengruppenaufgabe. Mit der Inspiration geht das natürlich, aber... Naja, wir haben ja halt das Problem, dass die Inspiration bloß zeitlich begrenzt ist. Finde ich total bescheuert. Das ist total störend. Wenn wir das nicht hätten, wäre das viel bequemer, viel günstiger. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Also wir müssen auf jeden Fall einen Kampf vollbringen jetzt dabei. Den Rest, und den können wir uns gleich drücken. Aber ich glaube nicht, dass wir es in den 4 Minuten bis rüber schaffen. Mal schauen. Bin mir nicht sicher. Ich dachte mir gerade, was ist denn hier für ein Questgeber? Aber es war bloß ein Ziegenbock. Na gut. Ziegenbock. Ein Talbock, Entschuldigung. Ich hätte vielleicht erst nochmal zu Thorinhardt hinreiten sollen. Da hätte ich ein bisschen Zeit noch gespart. Ansonsten oben in den Hochmooren ist halt leider überhaupt nichts an Stallmeistern. Deswegen... Sieht da ein bisschen dürftig aus, man muss da also hinreiten. Jetzt selbst manuell. Anders geht's nicht. Aber naja, was willst du machen? Ich meine, wir können ja nicht überall schnell hinreiten. Und ich muss euch sowieso noch oben die Hochmoore zeigen, denn wir haben ansonsten keine Aufgaben, die dorthin führen. Das ist eigentlich ziemlich das Einzige, das dorthin führt. Und dann will ich das natürlich auch machen. Ich weiß gar nicht, ob wir danach direkt nach Bruchtal gehen oder ob wir nochmal zu Barachen zurückkehren müssen oder zu Eladan, weiß ich nicht. Auf jeden Fall glaube ich, wenn wir das jetzt absolviert haben, dann ist zumindest der geschichtliche Teil, in dem wir irgendwie kämpfen müssen, agieren müssen, jetzt in den normalen Trollhöhen zu Ende. Das hat denn der Troll für einen riesen Ring über den Kopf? So, ich reite mal drumherum. Das ist schön, der Troll, der greift mich nicht direkt an, sondern droht erstmal anzugreifen. Ich lasse dich schon in Ruhe, mein Kleiner. Das ist halt einer von denen, die ein bisschen schwächer sind, die einen normalen blauen Rahmen haben. Die tauchen nur nachts auf. Das sind halt die richtigen Steintrolle, die nur nachts auftauchen. Das sind auch solche, wie sie die Zwerge um Bilbo angegriffen haben. Also die, die tagsüber wirklich zu Stein erstarren, die sind nicht so stark. Und da ist es halt auch, weil sie eben tagsüber zu Steiner starren, auch nur folgerichtig, dass man sie eben nur nachts hier auf der Straße antrifft. Ansonsten findet man sie nicht. Ist ein bisschen gemein, wenn man das nicht weiß, weil man eben auch das Quest kriegen kann, sie zu töten. Eine bestimmte Anzahl von ihnen zu töten, besser gesagt. Und wenn man nicht weiß, dass sie bloß nachts kommen, dann sucht man sich dumm und dämlich. Und denkt sich so, hä, man hat doch hier ein Gebiet angegeben, aber die sind da überhaupt nicht. Naja, der Grund ist, dass sie eben nicht immer da sind. So, ich hoffe mal, habe ich jetzt den richtigen Weg? Ja. Genau. Hier ist Frodo auf dem Pferd von Glorfindel entlang geritten. Denn Glorfindel war ja derjenige, der die Gruppe gefunden hat, um Aragorn, Frodo und die anderen Hobbits. Als sie durch die Trollhöhlen gekrochen sind. Nicht wie im Film Arwen. Nein, es ist nicht Arwen gewesen. Wahrscheinlich wollte man sich einfach die Einführung eines neuen Charakters sparen. Ich weiß es nicht genau. Also eigentlich war es Glorfindel. Und dessen Pferd hat Frodo dann davongetragen. Eigentlich auch wirklich bloß das Pferd und nicht Glorfindel selbst. Also im Film ist es ja so, dass Arwen Frodo auf den Schoß nimmt und dann mit ihm losreitet. Im Buch ist es eigentlich so, dass Glorfindel sein Pferd an Frodo abgibt sozusagen. Frodo kann sich gerade noch so drauf halten, aber die Pferde der Elben, die sind sowieso sehr verständig und sind in der Lage, die Leute drauf zu behalten, wenn sie das wollen. Oder generell die Pferde eigentlich in Mittelerde, die ein bisschen wichtiger, schlauer sind und die auch einen Namen haben. So, ich glaube, das müsste die richtige Kehre sein. Also das Hochmoor heißt nicht ohne Grund Hochmoor. Es geht wirklich sehr hoch. Und hier sind übrigens die Abhänge auch so hoch und steil, dass man sich hier jetzt vielleicht nicht gerade, aber man kann sich hier durchaus zu Tode stürzen. Also wenn der Fall tief genug ist, dann
geht's in den Tod. Ist leider so. Habe ich auch schon ein paar Mal geschafft. Ich habe es sogar schon geschafft mit irgendwelchen Charakteren. Man kann ja, wenn man Stufe 20 erreicht, ohne zu sterben, dann erhält man ja den Titel Unsterblicher oder der Unsterbliche, beziehungsweise die Unsterbliche. Und ich habe es sogar schon mal geschafft, mir den Titel zu versauen, indem ich mich irgendwo zu Tode gestürzt hatte, bevor ich Level 20 war, obwohl ich kein Problem damit hatte, so am Leben zu bleiben. Denn wenn man ein bisschen weiß, wie man sich verhalten muss, dann bleibt man halt auch am Leben. Dann geht das schon. Du hast bloß... Ja, Twilight Melon. Dachte ich mir. Würdet ihr bitte einen Augenblick bleiben? Du hast auch wieder bloß wiederholbare Aufgaben, aber ich kann dich gleich mal nutzen, um bei dir Twilight Melon zu verkaufen. Wie kann ich euch helfen? Ja, Twilight Melon, genau. Erstmal kurz alles reparieren. So, und dann schauen wir mal, was wir verkaufen können. Zum Beispiel diesen Schild. Meinen Tabak behalte ich. Aber wir haben ganz viel anderes Zeug, was weg kann. So. Ja, das Matom, Matom, wie auch immer. Dieses Ding halt, was die Hobbits haben wollen, das behalte ich mal. Das kaufe ich mir wieder zurück. Denn das gibt 700 Rufpunkte im Auenland. Dann verwende ich das doch lieber, als es zu verkaufen. So. Ich finde es ein bisschen störend, muss ich sagen, dass es so viele wiederholbare Aufgaben gibt mittlerweile in den Gebieten. Ich meine, es ist schön, dass man mehr Aufgaben hat, weil das einem auch besseres Leveln ermöglicht. Es ist halt wirklich so, wenn man Erfahrungspunkte machen will, man kommt am besten, wenn man Quests erledigt, weil man dafür einfach viel mehr Erfahrungspunkte kriegt, als für das Töten von Gegnern. Es sei denn natürlich, man hat jemanden, der einem beim Leveln hilft und dann einem dabei hilft, Gegner von viel höherem Level zu töten, dann macht es das natürlich ein bisschen einfacher. Ansonsten ist das Erledigen von Quests auf jeden Fall die bessere Variante. Und wenn man mehr Quests zur Verfügung hat und auch wiederholbare Quests, dann geht es halt einfacher. Aber ansonsten, mich stört's halt insofern, dass ich es gern habe, wenn wirklich keine Ringe mehr irgendwo zu sehen sind. Wenn ich weiß, ich habe alle Quests erledigt. Dieser Vollständigkeitsgedanke, der ist mir halt wichtig. So, hier könnten wir uns übrigens, glaube ich, mal wieder anbinden an die Lagerfeuerstätte. Will ich aber nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich angebunden bin. Schauen wir mal. Steht gar nicht da. Ach doch, Agamau. Agamau? Agamau, okay. Warum bin ich in den Agamau angebunden? Ich habe keine Ahnung. Könnten wir machen. Die Versammlungshörner sind auch ganz interessant. Da kann man halt rangehen. Ja, genau. Wenn man in der Gefährtengruppe ist, kann man hier die Mitglieder der Gefährtengruppe zu sich rufen. Hat man immer am Eingang von Gefährtengruppengebieten, wie eben diesem Tal der Riesen, in das wir uns nun begeben. Wie sieht es denn eigentlich aus hier? 7,5 Minuten, okay. Ich kann euch aber schon mal zeigen, was uns gleich erwartet, denn ich glaube, kommen wir hier vorbei? Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schaffen, ohne dass der uns angreift. Bleib, wo du bist und rühr dich nicht. Ah, rühr dich nicht, habe ich gesagt. So, und du hier? Ja gut, ich könnte mal wegräumen. Das wäre jetzt nicht das Problem, das wird man noch hinkriegen. Gerade so. Mit Ach und Krach. Nee, natürlich könnte man das Vieh wegklatschen. Muss er aber nicht. So, und davon haben wir unseren Freund, den Onodrim. Und zu dem gehe ich aber erst, wenn wir wieder Inspirationen anrufen können. Wir können uns aber schon mal in seine Nähe stellen, denn er tut uns ja nichts. Können wir ihn schon mal anschauen. Sieht ein bisschen düster aus für einen End, nicht wahr? Wir müssen so in sein Gesicht schauen. Und es steht auch drunter, unter dem Onodrim steht ja noch die Zugehörigkeit Waldtroll. Trollsippe. Hm. Merkwürdig. Ein Onodrim, der zur Trollsippe gehört? Ist es vielleicht gar kein Onodrim? Denn Barachen hat ihn nur aus der Ferne gesehen und er hat nicht mehr erkannt dabei. Dies und weitere Mysterien werden wir nach einer kurzen Pause ergründen, sobald die Inspiration wieder angerufen werden kann. Bis gleich! So, weiter geht's. Ich habe gerade festgestellt, dass ich ein ziemlicher Horst bin. Erstens, als ich hier stand, hat mich ein Drache angegriffen. War nicht so schön, deswegen waren meine Lebenspunkte gerade nicht mehr voll. Zweitens, ich habe gerade davon geredet, ist es vielleicht kein Onodrim? Wenn, dann ist es vielleicht kein Onod. Ich finde das aber immer merkwürdig, weil dieser auf D endende, das klingt so abgehackt, als ob es nicht vollständig wäre. Und drittens, ich habe gerade festgestellt, wir brauchen überhaupt keine Inspirationen, weil sie das wahrscheinlich irgendwann mal geändert haben. Das war, glaube ich, mal eine Gefährtengruppenaufgabe. Da hat er, glaube ich, 7000 Lebenspunkte gehabt.
Jetzt nicht mehr. Das heißt, wir können ihn auch so bekämpfen, denn, wie ich schon erwähnt hatte, vielleicht ist es gar kein Unhut, sondern vielleicht ist es ein Waldtroll, so wie es da stand. So, schauen wir mal. Der Unhut starrt euch mit ausdruckslosen Augen an. Seine burkenähnliche Haut ist von Verderbtheit gezeichnet und er klappt geräuschlos den Mund auf und zu. Auf einmal blitzt in den tiefen Quellen seiner Augen Wut auf. Besiegt den Unhut. So, los geht's. Leider ist meine Falle gerade schon wieder aufgelöst worden. Das ist ja gemein. Ihr seid Schweine. Die habe ich mir so schön hingestellt und dann wird sie nicht genutzt. Echt unfair. So, müssen wir bloß mal aufpassen, dass wir jetzt nicht zu sehr auf die Schnauze kriegen hier. Ich lade mir mal direkt meinen Fokus wieder komplett auf. Okay. Ihr habt den Waldtroll besiegt. Gut, na dann. Machen wir uns wieder auf den Weg. Sprecht mit Eladan. Okay, wir müssen also nicht wieder zu Barachen zurück. Aber zu Eladan. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Vielleicht komme ich besser, da hier wirklich nichts in der Nähe ist, wo ich schnell reisen kann. Komme ich vielleicht besser, wenn ich per Schnellreise nach Bruchtal... Nee, ich mach's anders. Ich lasse mich erstmal von dem Felswurm verprügeln, genau. Ich laufe jetzt mal gerade vor ihm weg. Ich habe jetzt gerade nicht das Bedürfnis, gegen ihn zu kämpfen. Wir laufen jetzt gerade mal weg, feige wie wir sind. Und sobald er mich in Ruhe lässt, werde ich dann mal... Ja, dankeschön. Nee, ich werde nicht direkt nach Bruchtal reisen. Ich werde euch den Weg zeigen. Ich muss euch noch das Hochmoor weiter zeigen. Ich habe euch noch nicht genug davon gezeigt, finde ich. So, das Tal der Riesen erstreckt sich dann noch. Ich kann es gleich mal auf der Karte zeigen. Will nur kurz schauen, ob wir an dem Schwein vorbeikommen. Ja. Das Tal der Riesen erstreckt sich dann hier noch ein ganzes Stück. Da sind wirklich Riesen drin. Und ist, wie gesagt, ein PvP-Gebiet. Wir haben einerseits die Drachen, wir haben die Riesen, alles mögliche an Viechern. Die sind alle mit rotem Rahmen und ziemlich ungemütlich zu bekämpfen. Und hier gibt es einen Durchgang nach Eregion. Eregion, für alle, die es nicht wissen, das ist da, wo der Pass auf den Karadras, auf den verschneiten Berg dann auch ist. Und wo auch der Eingang nach Moria ist. Aber das wird noch dauern, bis wir dahin kommen. Das ist erst dann viel später. Das ist nämlich schon ein Gebiet über Level 50, glaube ich sogar. Und Level 50 wird uns für die kompletten Schatten von Angmar begleiten. So, für uns geht es jetzt aber erstmal hier hoch und dann ist hier der Durchgang nach Imladris, nach Bruchtal. So, können wir uns noch kurz das Hochmoor anschauen. Es sieht halt von der Vegetation her anders aus als der Rest der Trollhöhen. Man hat halt nicht so zerklüftete Wälder, sondern es ist ein bisschen großflächiger alles. Es erinnert ein bisschen mehr von der Landschaft, finde ich, an die Hügelgräberhöhen, vor allen Dingen an die südlichen Hügelgräberhöhen. Vom Gegneraufkommen her natürlich nicht so. Aber ansonsten ist es halt ein bisschen weitläufiger alles, ein bisschen hügelig. Ansonsten haben wir hier auch nicht so viel, was jetzt irgendwie ein Quests wäre oder so. Deswegen gibt es ja auch keine Stallmeister. Hier gibt es bloß eine Sache. Hier unten geht es jetzt übrigens lang für uns. Da haben wir schon die Elbenwache stehen. Es gibt nur eine Sache hier und das ist, also was mir jetzt einfallen würde, und das ist hier eine verbogene Tür. Dort hat Celebrian, Elrons Frau und Arwens Mutter, hat dort ein Artefakt für Arwen hinterlegt und hat irgendwie niemandem Bescheid gesagt. Doch, Glorfindel wusste davon, aber Glorfindel ist auch so spitze da, finde ich. Als er darauf angesprochen wird, von uns natürlich, weil Elrond nie drauf gekommen ist, Glorfindel deswegen zu fragen, meint er so, ja, warum hat er mich denn nie gefragt? Ich wusste das doch. Celebrian hat mir das doch gesagt, bevor sie los ist in den Westen. Die ist ja in den Westen dann aufgebrochen, weil sie des Lebens müde geworden war. Ist übrigens schade, dass wir gerade hier Nacht haben, sonst könnte ich euch ja mal die Aussicht über Bruchtal zeigen. Hier geht es halt in Serpentinen runter, das was ich mal erwähnt hatte. Sehr steil. Hier kann man sich auch zu Tode stürzen übrigens, wenn man hier runterstürzt. Ich glaube, das reicht schon. Bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall hier vorne. Da reicht es auf jeden Fall. Geht sehr, sehr steil hier runter. Wir können ja auch mal kurz schauen hier am Rande. Sehr steil und sehr tief auch. Also da unten haben wir die Gästezimmer. Die kennen wir ja. Unser Weg wird uns jetzt hier weiter runterführen, bis wir an eine Weggabelung kommen, wo es dann... Ich will nicht abstürzen. Geht das? Ja, die Weggabelung sehen wir nicht. Hier unten ist die Weggabelung. Rechts geht es dann über die Brücke zum letzten heimeligen Haus, das irgendwo da hinten sein sollte. Man sieht es nicht. Ist ja traurig. Müsste das nicht eigentlich hier sein? Hm, wer weiß. Und links geht's halt zu den Gästezimmern.
So, ich zeig's euch aber deswegen bloß so hier, weil ich... Ach nee, komm, wenn ich jetzt eh schon hier bin, dann brauche ich nicht mehr die Schnellreise benutzen. Dann können wir es auch gleich so machen. Wo war ich gerade? Celebrian, genau. Mit Celebrian war es so, die ist einmal aufgegriffen worden, damals als Sauron offen gegen die Elben in Eregion Krieg geführt hat. Da ist nicht bloß Celebrimbor, der Elbenschmied, der mit Sauron zusammen als Sauron sich, der hat sich ja als Guter verkleidet sozusagen. Ist er ja dorthin und hat das Vertrauen der Elben gewonnen. Willkommen in Bruchtal. Danke, danke. Und Celebrimbor war quasi der Meister Elbenschmied, der auch Ringe geschmiedet hat. Der hat zum Beispiel die drei Elbenringe geschmiedet. Die hat Sauron ja nie in die Hand bekommen, deswegen waren die noch gefahrlos zu benutzen, ohne dass die Elben jetzt befürchten mussten, von Sauron übermannt zu werden, wenn sie die benutzen, weil Sauron sie halt nie in die Finger bekommen hat. Ich muss doch zu Eladan. Warum reite ich denn dann nach in die Richtung? Ich muss doch weiter nach Westen. Verdammt. Ich bin ein Idiot. Genau, damals hat Sauron halt dann das Gebiet offen mit Krieg überzogen, als, ich glaube, Galadriel erkannt hatte, dass Sauron böser ist. Galadriel ist halt eine Schlaue. Und, damals hatte Celebrian, die übrigens die Tochter von Galadriel ist, Galadriel ist nämlich die Schwiegermutti von Elrond, auch wenn man sie nicht ansieht, aber gut, bei Elben sieht man das halt nicht so. Da ist Celebrian, ich glaube, durch Eregion gereist, um dann über den Rothornpass zu reisen oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau das war. Und ist dort von Orks aufgegriffen worden. Und sie wurde gefoltert und mit irgendeinem Gift angegriffen. Und Elrond, der ja der Heilkundigste überhaupt ist, wahrscheinlich in ganz Mittelerde, also der ja besondere Heilkräfte hat, der hat sie zwar von den körperlichen Leiden heilen können, aber ihr Wille war gebrochen danach und sie hat keine Lebensfreude mehr aufgebracht. Und deswegen ist sie dann in den Westen aufgebrochen. Und für Elrond war das ein trauriger Moment, weil er seine große Liebe, er hat sie halt wirklich geliebt, abgeben musste sozusagen. Er hat halt sie davonziehen lassen. Und er selbst bleibt ja bis zum Ende des dritten Zeitalters in Mittelerde, was für ihn ziemlich schwer ist. Und vor allen Dingen kommt dann noch der Moment, als er erfährt, dass Arwen sterblich werden will. Als Halbelbin kann sie es ja selbst entscheiden und entscheidet was sich... Was kann ich für euch tun? ...aufgrund der Liebe zu Aragorn dafür, sterblich zu werden. Naja, und für Elrond ist es deswegen so tragisch, weil er weiß, er wird zwar, wenn er in die Westlande zieht, seine Frau wiedersehen, seine große Liebe, wird aber gleichzeitig die andere große Liebe, seine Tochter, für immer verlieren. Denn sie wird er nie wiedersehen. Wirklich nie wiedersehen. Denn während er im Westen ist, stirbt sie und ist dann weg. Naja, und deswegen war der Punkt, als Celebrian in den Westen aufgebrochen ist, eigentlich der, in dem sie, in dem Elrond zum letzten Mal seine gesamte Familie um sich hatte. Und danach hat er halt dann immer irgendjemanden nicht bei sich gehabt. Also er hat es nicht einfach, sagen wir es mal so. Und Elrond sagt, glaube ich, auch, egal wie dieser Krieg ausgeht, für mich wird es halt ein großer Verlust sein am Ende. Weil er halt weiß, naja, irgendjemanden muss ich ziehen lassen oder irgendjemanden muss ich zurücklassen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Und für ihn wäre es halt, wenn der Ringkrieg nicht erfolgreich gewesen wäre, wäre das halt der Verlust Mittelerdes gewesen, aber er wäre dann in den Westen aufgebrochen und hätte Arwen mitnehmen können. Denn Arwen durfte Aragorn nur heiraten, beziehungsweise Aragorn durfte nur um Arwens Hand anhalten, wenn er es schafft, König zu werden. Elrond hat gesagt, sie ist viel mehr wert als du, was ich auch ein bisschen krass finde. Sie ist von weit höherem Range als du. Du darfst sie nur heiraten oder darfst nur um ihre Hand anhalten, wenn du König bist. Nur ein König dürfte um ihre Hand anhalten oder irgendwie so sagt das. Deswegen sind die dann auch nur inoffiziell verlobt eigentlich, jahrelang. Und erst als Aragorn König von Gondor wird, darf er dann um ihre Hand anhalten letztendlich und heiratet sie dann auch. So, Kapitel 6, das Wissen des Onodrims geht noch weiter. Warum steht ja eigentlich des Onodrims? Es müsste doch des Onods sein, oder? Naja, egal. Der Onod hat euch angegriffen? Die Baumhüter waren einst friedlich und standen eher unbemerkt inmitten der Bäume, als sich, ob im Guten oder Bösen, mit Fremden zu befassen. Aigir, ich weiß nicht, was das bedeuten soll.
Unsere Probleme könnten viel weitreichender sein, als ich angenommen hatte.